Jetzt mal ehrlich, wer von euch ist auch so alt, dass er sich noch an die gute alte 4:3 Zeit erinnert, als wir noch Counter-Strike 1.6 auf Office-Monitoren mit einer Auflösung von 800x600 gespielt haben? Das war nicht unbedingt cooler als heute, aber es hat irgendwie auch Spaß gemacht. Mit der Zeit wurde nicht nur ich breiter, sondern auch die Monitore und 16:9 hat sich als Standardformat etabliert. Was ich mich aber frage, welchen Benefit haben wir von noch breiteren Monitoren? Ist 21:9 ein geiles Bildformat oder nicht? Genau das schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß! Das hier ist der Gigabyte G34 WQC und an alle, die sich jetzt wieder über diesen Namen aufregen, G steht für Gigabyte, 34 für die Bildschirmdiagonale, WQ für die Auflösung und C für Curved. Das, meine lieben Freunde, war der Hardware DaVinci Code und wir haben ihn einfach mal eben entschlüsselt. Ein 34 Zoll 21:9 Monitor, den Gigabyte vor noch nicht allzu langer Zeit auf den Markt gebracht hat und für seinen Preis hat er auch noch so einiges zu bieten. Was als erstes auffällt, dieses Ding ist riesig und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich meine natürlich die Bildschirmdiagonale von 34 Zoll und damit macht das Teil auf einem typischen Gaming-Schreibtisch schon ordentlich Eindruck. Die Verarbeitung ist größtenteils aus Kunststoff und auch der Standfuß ist sehr simpel gehalten und RGB-Beleuchtung hat dieser Monitor auch keine. Also im Prinzip fehlt das meiste, was wir von den Aorus-Monitoren kennen, aber dafür ist dieser Monitor mit knapp 450 Euro für das, was er bieten kann, gar nicht so übel. Denn technisch bekommt ihr hier definitiv ein Gaming-taugliches Gerät, denn die Refresh-Rate liegt bei wunderbaren 144 Hz, was gerade für E-Sport-Games richtig geil ist. Aber auch AAA-Titel machen, wenn der PC das Ganze natürlich leisten kann, auch durchaus Spaß mit höheren Bildwiederholraten. Wenn ihr aber so Titel wie CSGO oder Valorant zockt, würde ich fast sagen, sind 144 Hz schon unerlässlich. Mit einer Reaktionszeit von einer Millisekunde habt ihr auch den aktuellen guten Standard. Viel wichtiger ist da aber der Input-Lag. Darüber kann ich selbst leider keine Aussagen machen. Was aber cool ist, ist definitiv die Tatsache, dass dieser Monitor einmal AMD FreeSync unterstützt. Dann habt ihr auch keine Probleme, was Tearing angeht und selbst wenn ihr mal Frame-Drops bekommt, dann wird das durch diese adaptive Sync-Technologie ausgeglichen. Das Coole ist aber gleichzeitig, dass das Ding auch noch G-Sync-kompatibel ist. Das bedeutet, auch mit einer Nvidia Grafikkarte habt ihr da gar keine Probleme. Das Panel ist zwar nur in Anführungszeichen ein VA-Panel, kann sich aber durchaus sehen lassen. Die Helligkeit, Kontraste und Farben kommen keineswegs künstlich rüber und auch so macht das Panel einen wirklich guten Eindruck, was auch nochmal die 120% sRGB-Abdeckung und 90% DCI-P3-Abdeckung zeigt. Als Editing-Bildschirm würde ich ihn jetzt nicht unbedingt primär empfehlen, aber man kann hier durchaus das eine oder andere Bild mit bearbeiten. Anschlusstechnisch ist die Ausstattung hier auch sehr simpel. Ihr bekommt zweimal HDMI, aber immerhin auch zwei DisplayPort 1.4 Ausgänge. Das bedeutet, da könnt ihr dann auch mehrere Rechner via DisplayPort anschließen, was ich in der Praxis auch tatsächlich hin und wieder mal mache, weshalb ich das sehr praktisch finde. Das Netzteil ist hier intern verbaut und zusätzlich hat der G34 WQC auch noch zwei 2-Watt Lautsprecher, die ehrlicherweise meiner Meinung nach kaum zu gebrauchen sind, aber trotzdem gibt es noch einen Lineout, wo ihr dann ein paar Boxen mit etwas mehr Boom anschließen könnt. Ja, und wer sich jetzt gerade gefragt hat, was das für ein Geräusch war, Leute, wenn ihr Raufasertapete habt, dann holt euch keine verdammten Nanolis, weil die halten einfach nicht. In Bezug auf die Einstellungen habt ihr bis zu 100 mm Spielraum, was die Höhe angeht und einen Radius von 5 bis 20 Grad in der Neigung. Was mir gut gefällt, sind definitiv die schmalen Bildschirmränder. Stellt euch einfach mal vor, ihr stellt euch jetzt drei von diesen Dingern auf den Schreibtisch. Auch wenn es, glaube ich, keinen Schreibtisch gibt, der so groß ist, aber nichtsdestotrotz, das wäre schon wirklich schmackhaft. Was die Features angeht, ist hier auch wieder extrem viel dabei, was wir schon von Gigabyte oder auch von den Aorus-Monitoren kennen, wie zum Beispiel der Black Equalizer, der in manchen Games richtig praktisch ist. Damit könnt ihr nämlich dunkle Bildbereiche etwas erhellen und gerade als ambitionierter Rust-Spieler kann ich euch eines sagen, so in manchen Games ist das definitiv ein Vorteil, gerade in der Nacht. Hinzu kommt aber auch noch der
Aim Stabilizer, der Motion Blur reduziert und mit dem ihr dann auch euer Aim etwas stabilisieren könnt. Also ihr seht insgesamt einen Gaming-Monitor mit soliden Specs, was ihn aber ein bisschen unterscheidet von den Bildschirmen, die ihr wahrscheinlich auch standardmäßig nutzen werdet, ist einerseits die Auflösung und andererseits natürlich auch das Bildformat. Denn das Teil hier bietet einmal eine native Auflösung von 3440x1440 Pixeln und besitzt dabei ein Bildformat von 21:9. Hinzu kommt, dass das Panel dann auch noch curved ist und gerade das mag ich besonders bei Ultra-Wide-Monitoren. Was ich mich aber gefragt habe ist, was sind eigentlich so die Vor- und Nachteile von 21:9? Eine Sache muss euch klar sein, wenn ihr auf 21:9 spielt, dann wird eurer Grafikkarte etwas mehr Dampf abverlangt. Denn, naja, 3440x1440 Pixel, also UWQHD, sind eben mehr Bildpunkte als 2560x1440 Pixel, also WQHD. Und das bedeutet, die Grafikkarte muss eben mehr Bildpunkte berechnen und das verlangt eben etwas mehr Leistung. Wenn ihr aber eine schöne, starke Grafikkarte habt, dann ist das gar kein Problem. Ein klarer Vorteil von so einem 21:9 Monitor ist definitiv die Tatsache, dass ihr ein deutlich breiteres Blickfeld bekommt. Im Vergleich zu 16:9 und gerade im Vergleich zu 4:3 ist die Bildfläche natürlich deutlich breiter und das ist nicht nur beim Zocken, sondern auch gerade beim Arbeiten durchaus ein Vorteil, einfach weil ihr euch mehrere Fenster schon breit nebeneinander legen könnt und wenn ihr beispielsweise Videos schneidet, dann ist auch eure Timeline natürlich deutlich breiter, was meiner Meinung nach echt cool ist. Aber wie sieht es eigentlich beim Zocken aus? Das habe ich mir in den letzten Wochen mal intensiv angesehen und für euch getestet und eines kann ich sagen. Es hängt wirklich ganz vom Spiel ab. Beispielsweise so Titel wie Battlefield 5 unterstützen nativ 21:9 und holy shit. Mit der entsprechenden Grafikkarte und Raytracing an, ist dieses Spielerlebnis auf dem Monitor hier einfach nur episch. Anders kann man das einfach nicht sagen. Eine Sache muss euch aber auch ganz klar sein. Für diesen Monitor müsst ihr, sagen wir es ganz einfach, etwas mehr Platz auf eurem Schreibtisch reservieren, denn auf meinen Schreibtisch passt der gerade so und dann noch der PC und dann wird es auch sehr, sehr eng. Und eine Sache kommt dann auch noch hinzu, denn dadurch, dass euer Blickfeld breiter ist, habt ihr mit einem 21:9 Monitor vielleicht sogar einen kleinen Spielvorteil, einfach weil ihr ein breiteres Sichtfeld habt und dadurch besteht die Chance, dass ihr euren Gegner früher sehen könnt, als er euch sieht. Auch andere AAA-Titel, wie zum Beispiel das neue Cyberpunk 2077 kann man richtig cool in 21:9 zocken und da man dieses Format primär aus dem Kino kennt, wird auch schnell klar, dass gerade solche Games nochmal viel cinematischer wirken. Das macht also richtig Spaß, wobei gerade dieses Game halt noch nicht zu 100% auf 21:9 optimiert ist. Die Cutscenen und auch das Menü beispielsweise werden in 16:9 dargestellt, während ihr aber das Game 21:9 nativ spielen könnt. Das ist ein bisschen nervig und mindert meiner Meinung nach auch schon irgendwo das Spielerlebnis, weil man immer wieder aus diesem cinematischen Feeling rausgerückt wird. Dann gibt es aber auch wiederum Spiele, die 21:9 nicht nativ unterstützen und was hier passiert, ist meiner Meinung nach weniger cool, denn das Bild wird hier in vielen Fällen gestreckt und verzerrt und gerade bei E-Sport-Games möchte man das eigentlich vermeiden. Ich weiß, dass es in zum Beispiel CSGO eine Fraktion Leute gibt, die gerne 4:3 Stretch spielt und für solche Leute wäre das mit Sicherheit auch keine krasse Umgewöhnung, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch eine ganze Fraktion an ambitionierten Spielern, die eben nativ 16:9 spielen und die müssen sich dann entscheiden. Entweder spielt man 16:9 mit schwarzen Rändern links und rechts oder man hat eben ein gestrecktes Bild, was je nach Situation ein Spielnachteil sein kann. Also basically kann man sagen, man hat hier die Wahl zwischen Cholera und Pest. Und das Ganze gilt halt eben nicht nur für Counter-Strike, sondern für viele solcher Titel. Daher würde ich sagen, für E-Sport-Games eignen sich 21:9 Monitore meiner Meinung nach weniger, zumindest wenn ihr ernsthaft kompetitiv zocken wollt. Wenn ihr aber gerade so Games wie Battlefield 5 oder eben andere AAA-Titel wie Cyberpunk zockt, dann macht 21:9 wirklich enorm viel Spaß. Das gilt aber wirklich nur so lange, solange die Spieler auch nativ 21:9 unterstützen, denn
sonst muss man sagen, macht ein 21:9 Monitor eben gar nicht so viel Sinn, außer ihr sagt, ihr wollt eben ein bisschen mehr Platz beim Arbeiten haben. Und ansonsten kann ich über den Gigabyte Monitor wirklich gar nichts Schlechtes sagen, denn ich habe ihn jetzt über die letzten Wochen sehr intensiv getestet und muss sagen, darauf zu zocken hat schon eine ganze Menge Spaß gemacht. Aber was meint ihr? Habt ihr überhaupt schon mal auf 21:9 gezockt? Oder viel besser noch, habt ihr früher mal auf 4:3 gespielt? Oder bin ich mittlerweile schon so alt, dass meine doch insgesamt relativ junge Community nie im Leben eine Folge King of Queens in 4:3 gesehen hat? Oh mein Gott, ich glaube, ich bin wirklich verdammt alt geworden. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei den letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.